Es ist ein ewiges Verlangen im Herzen des Herrn. Jesaja 66,1. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo ist das Haus, das ihr mir bauen könntet, und der Ort für meine Ruhestätte? Er möchte nicht nur einen Ort haben, den er besuchen kann, sondern er möchte verweilen. Er möchte nicht nur kommen und wieder gehen, sondern er möchte mit uns bleiben. Er möchte verweilen bei uns. Er möchte ruhen bei uns. Und wir leben in der Zeit, wo dieser Klang des Herzens Gottes erfüllt wird. Und erfüllt wird in jedem Stamm, jeder Nation, jeder Farbe. Er möchte unsere Herzen haben als einen Ort zu verweilen, als eine Ruhestätte. Und es ist nicht nur in den Nationen. Es ist in unserem Leben, in unseren Familien. Und es ist sehr, sehr eng. Und 2020 war so eine Zeit der Pause und wir hatten so viel Zeit zusammen als Familie. Ich habe realisiert, es ist sein Verlangen und für jede Familie ist das besonders. Aber in unserer Familie kommt er zu Essenszeiten, in Zeiten, wo wir Projekte zusammen haben, wenn wir zusammen wandern sind und aber auch in unseren Anbetungszeiten. Und als Mutter merke ich, dass ich habe einen so besonderen Ort, das zu nähren, das zum Leben zu bringen. Das war nicht immer ein Verständnis, was ich hatte. Ich dachte früher, ich muss irgendwo hingehen. Es ist in der Gemeinde, es ist in einem Gebäude, es ist in einer Konferenz. Aber es ist so eine besondere Zeit in unseren eigenen Wohnungen, in unseren Heimen. Aber wir finden, da wo wir uns danach sehen als Familie, dann kommt er. Wir leben in dieser Zeit. Wir leben in der Zeit der Erfüllung seines Verlangens. Lasst ihm uns eine Ruhestätte geben, dass er in unseren Herzen ruhen kann, in unseren Familien, da wo wir versammeln.